Und ich habe das Thema heute unter die Überschrift Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und mit den Untertiteln Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung, Fachkräftebindung, Fachkräftegewinnung und zum Zweiten finanzielle unternehmerische Freiheit als zwei ganz wichtige strategische Ziele gewählt, um Ihnen auf der Basis das Thema mal näher zu bringen. Ja, wie gesagt, zu meiner Person, habe mich bereits vorgestellt. Wie gesagt, das ist ein Thema, was ich schon sehr lange mache, eigentlich seit 1991 begleitet mich das. Damals vor allem bei sehr großen Unternehmen, börsennotierten Aktiengesellschaften, großen Familienunternehmen. Bin auch seit vielen Jahren im Vorstand oder Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Pauschaldotierte Unterstützungskasse. Und das ist ein Thema, das wir halt mit einer relativ großen Zahl an Mitarbeitern hier betreiben. Ja, wenn ich das unter die Überschrift stelle, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, weil ich glaube, Zukunftsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Wort, für mich auch ein wichtiges Schlagwort, dann hat Zukunftsfähigkeit aus meiner Sicht zwei Ausprägungen. Zum einen ist es der ganze Bereich HR, Human Resource, also der Mitarbeiter an sich, und zwar mit Begriffen wie Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Identifikation von Mitarbeitern mit dem Unternehmen, Imageverbesserung im Personalbereich oder auch so neudeutsche Wörter wie CSR, Corporate Social Responsibility, also die soziale Verantwortung des Unternehmens und der Wirtschaft. Also das ist ein Riesenbereich. Und wenn ich mir anschaue, ich erkunde. Diversity haben Sie vergessen. Bitte? Das ist auch ein schönes Schlagwort, Diversity. Diversity, na, soweit bin ich noch nicht, aber ich werde es in Zukunft ergänzen. Und der zweite natürlich ganz große Bereich ist der Bereich ja Kapitalfinanzierung, finanzielle unternehmerische Freiheit mit Themen wie Liquidität, Liquiditätsaufbau, Aufbau von Liquiditätsreserven, genauso wichtig und noch wichtiger wie von Liquidität, Bankenunabhängigkeit als strategisches Ziel, Themen wie alternative Mittelherkunft, Vermeidung von Mittelabflüssen an Versicherungsgesellschaften, ans Finanzamt, an Steuern, die ganzen Themen. Und das sind aus meiner Sicht ganz wichtige strategische Ziele. Und die Frage ist natürlich, warum sind diese Ziele so aktuell, wenn man es mal so anschaut, das sind zwei Produktionsfaktoren von dreien, die wir immer in der Schule oder im Studium gelernt haben, aus meiner Sicht ganz wichtig und entscheidende Produktionsfaktor, der Mensch und das Kapital. Warum sind die strategischen Ziele so wichtig, dass in dem was tun? Ganz einfach, weil wir hier komplett die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen treffen, weil wir uns hier ja eigentlich einen Volltreffer im wirtschaftlichen Umfeld landen. Wenn man das wirtschaftliche Umfeld einmal anschaut, ich habe das mal drei geteilt, Banken, Versicherungen und das Unternehmen. Wenn man die Bankenseite anschaut, da können Sie lesen, fast was Sie wollen, ob die EBA, Europäische Bankenaufsicht, im Frühjahr geschrieben hat, warnt vor einer Kreditklemme, IWF, der Internationale Währungsfonds, hat im Frühjahrsgutachten vor einer Kreditklemme gewarnt, S&P schreibt von stürmischen Zeiten auf dem Kreditmarkt, also da können Sie fast jede Zeitung, können Sie immer lesen, das Thema, das wird schwieriger werden, klar, es wird vielleicht im privaten Bereich manchmal wieder Kredite gestreut, im Unternehmensbereich weiß jeder Unternehmer, wird schwieriger, wird es restriktiver, ob das der Handwerker ist oder das Handelsunternehmen, die Finanzierung wird immer schwieriger, die Auflagen, die Sicherheiten, die werden immer größer und aus meiner Sicht besteht die Notwendigkeit, sich um alternative Themen zu kümmern, wird eigentlich von Tag zu Tag größer. Das zweite greifen wir ein, das Unternehmen. Und für Unternehmen, das ist auch ein Thema, kann das in jeder Zeitung nachlesen, Fachkräftemangel, Mitarbeitermangel, Themen wie Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung, die werden absolut wichtiger werden. Das ist kein regionales Thema, ob das in Kiel ist oder im Schwarzwald, ob das in Dresden ist oder im Saarland oder in der Mitte von Deutschland. Sie haben immer Themen, was um Mitarbeitergewinnung und Fachkräftemangel geht. Das ist auch ganz egal, welche Branche das ist. Und wenn es nur eine Facility-Management-Branche ist, dann haben Sie da genauso die Fachkräfte, die kriegen müssen und die binden müssen, wie wenn Sie in der IT oder in einer Ingenieursbranche oder egal in welchem Bereich sich bewegen. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Uns wird es mit bestimmt gut 60% genannt von den Unternehmen, die eben dieses Konstrukt wählen, weil es was für die Mitarbeiter tun wollen, weil sie das Thema Mitarbeiterbindung und Gewinnung was Positives beeinflussen wollen. Das zweite große Thema ist Bestandssicherheit des Unternehmens in Krisenzeiten entscheidend. Und es ist halt einmal ein Thema,
wenn ich Liquidität habe, wenn ich eine gewisse Liquiditätsreserve habe, an die ich rankomme, dann ist es für mich auch Bestandssicherheit, dann ist es Unternehmensstabilität, dann ist es ein gewisses Polster, ein gewisser Speck, was das Unternehmen schlichtweg nutzen kann. Im Unternehmen, wenn man auch die BAV-Seite noch dazu nimmt, weil sie die BAV letztendlich betrifft, dann haben wir BAV mehr oder weniger als Pflichterfüllung mit den Risikokomponenten, dass man auch im Versicherungsbereich natürlich Risiken hat. Und es wird vor allem als Pflichterfüllung, als Haftungsszenario gesehen und weniger von den betriebswirtschaftlichen, personalpolitischen, finanzwirtschaftlichen Effekte und Nutzen, die das im Prinzip bringen kann. Und zuletzt die Versicherungsseite, da ist heute schon mehr darüber gesprochen worden, das Thema intransparente und schlechte Leistungen. Es gibt genügend Studien, wo sich einfach negative Leistungen geben. Ökotest hat da im Juni ein großes BAV-Gutachten rausgegeben oder wenn es im FAZ war, im März gestanden, wie Versicherer ihre Leistungen frisieren, war die Überschrift. Und drunter durchschnittlich 14,5 bis 20 Jahre dauert es, bis die eingezahlten Gelder im Durchschnitt vorhanden sind. Also ist das, wo ich immer sage, jeder Kopfkissenbezug schlägt für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren in der Rendite jede kapitalbildende Lebensversicherung. Nach 15 bis 20 Jahren dreht sich das mal um, da ist der Kopfkissenbezug schlechter, aber die ersten 15 bis 20 Jahre schafft das in der Regel. Also das war das eine, aber viel wichtiger für mich ist das Thema Staatsanleihen statt Realwerte. Ich habe da heute schon mal angeführt, Paragraph 1 Absatz 1 Satz 3, der Arbeitgeber haftet immer für die Erfüllung und der klassische Versicherer hinterlegt halt im Wesentlichen mit Staatswerten, mit Staatspapieren, der Arbeitgeber haftet dafür. Wie groß die Haftung ist, kann sich jeder selbst Gedanken machen. Ich habe den 89 VAG Versicherungsaufsichtsgesetz angeführt. Der Versicherer, wenn es die Geschäftsführung nicht mehr erlaubt, die Leistungen langfristig zu bringen, kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde die Auszahlung, Rückzahlung, Rückkäufe und so weiter herabgesetzt oder verboten werden. Das ist natürlich einfach ein Thema, das man sehen muss. In dem Umfeld bewegen wir uns. Das sind so, ja, so Treiber, das sind so Punkte, die den Unternehmer drücken oder auch teilweise antreiben. Und für die müssen wir letztendlich dann natürlich Lösungen bringen. Lösungen im Finanzierungsbereich und Bankunabhängigkeit als strategisches Ziel, aber genauso im Mitarbeiterbereich und letztendlich auch Unternehmenswachstum, Wachstumsfinanzierung, wie geht es weiter? Weil gerade auch für Wachstum wird immer weniger Kapital zur Verfügung gestellt und das Kapital ist einfach mal für viele der größte Engpass. Die wenigsten Unternehmen, die gehen in die Insolvenz, weil sie keine Aufträge haben oder weil sie schlechte Produkte haben. Die haben Aufträge, aber können den Rohstoff nicht kaufen, weil die Bank nicht vorfinanziert. Das sind solche Dinge, die reihenweise in Unternehmen passieren. Und da ist einfach so, wenn ich sage Innenfinanzierungsmodelle, also wo ich Geld im Unternehmen halten kann und im Unternehmen bündeln will, variable Modelle, die ich ein bisschen auf mein Unternehmen zuschneiden kann, weil ich hier wirklich was Individuelles fürs Unternehmen gestalten kann, und Modelle, wo ich wirklich eine freie Kapitalanlage wähle. Hilmbrand hat es gesagt, es gibt einfach bessere Anlagemöglichkeiten als eine Lebensversicherung in der Kapitalansammlung. Nicht im Bereich Risiko, nicht im Bereich Todesfallschutz, nicht im Bereich BU. Das braucht man in der BAV auch gar nicht, aber in der Kapitalansammlung. Und das führt dazu, dass im Prinzip Arbeitnehmer und Arbeitgeber was davon haben. Und das ist einfach das Win-Win, wo ich sage, da soll jeder was dazu haben, da gibt es keinen Verlierer, den Arbeitnehmer nicht, den Arbeitgeber nicht, auch den Berater nicht, der kriegt ein sauberes, transparentes Honorar. Gibt im Prinzip nur einen Verlierer, das ist der Versicherer, den braucht man in dem Spiel nicht. Und dieses Instrument, die pauschalotierte Unterstützungskasse, eigentlich als der älteste Durchführungsweg, der schon 1800 und noch ein bisschen was losgegangen ist, der sich dann durch das 19. Jahrhundert durchgezogen hat, was viele Großunternehmen haben und eingeführt haben, immer noch haben, bekannte und renommierte Namen, müssen Sie nur mal googeln nach dem Wort, welche großen Namen da im Prinzip auftauchen. Und was ich Ihnen zeigen möchte, wie einfach und genial dieses Thema in der Wirkweise überhaupt ist.